Er habe nichts wissentlich falsch gemacht, nachdem er mich aufs Übelste schlecht gemacht hat, mir sogar eine Straftat unterstellt hat, obwohl er wusste, dass es nicht stimmt, mein Team mir wegnehmen wollte, einem Partner von mir sagte, mir müsse man mal das Finanzamt vorbeischicken, weil ich angeblich die 12.000 Euro Standortzuschuss veruntreut hätte, nur um meinen Partner zu manipulieren. Geht's noch? Was war damals wirklich passiert, sodass wir beim damaligen Finanzvertrieb als Handelsvertreter gekündigt haben? Und was wurde anschließend die ganze Zeit versucht, totzuschweigen, damit uns nicht noch mehr Partner folgen? Hierzu werde ich jetzt etwas weiter ausholen, weil das für den kompletten Zusammenhang relevant ist und sich daraus sicherlich einige Erkenntnisse und Parallelen für dich ergeben werden. Als ich noch 19 oder 20 war, habe ich mich damals als Seniorberater zu dritt mit und durch eine Vertriebspartnerin mit Zai Genialchen persönlich zum Essen getroffen. Wie du dir sicherlich denken kannst, war ich danach voller Inspiration, die ich einige Tage später mit noch zwei meiner engeren Partner teilen wollte, um einiges von dem Gespräch direkt umzusetzen. Vor allem auch, weil wir Ideen als nützliche Ergänzung für unser FTL-Geschäft hatten. Meine damalige Führungskraft in unsere Kalender schauen konnte und wir nicht wegen unserer Meetings genervt oder kontrolliert werden wollten, hatten wir auch einfach nur eine Glühbirne in die Titelbeschreibung des Kalendereintrages getan, ohne Hinweise auf irgendwelche Besprechungen zu geben. Meine Führungskraft dachte dann aber nach dem Treffen mit Zeigin und im unmittelbaren Kalendereintrag, dass Zeigin mich abwerben wolle, woraufhin wir das erste Mal unsere Differenzen hatten und parallel noch tatsächlich der Vorstand eines anderen Finanzvertriebes versucht hatte, mich abzuwerben und ich meiner Führungskraft damals davon erzählt hatte. Was aber für mich natürlich niemals zur Debatte stand, auch wenn er es mir nicht vollständig glauben wollte. Weil mir das damals zu doof wurde, hatten wir dann einige Zeit nicht miteinander gesprochen, sodass die Führungskraft von meiner Führungskraft, heute Generalmanager, extra aus Kassel nach Hannover kommen musste, um die Situation von unserem ersten kleinen Konflikt zu klären. Kurz zuvor meinte mir meine Führungskraft allerdings noch mit gerade mal 19 Jahren als Seniorberater ins Gesicht sagen zu müssen, ja, der Luca ist sowieso meine Lebensversicherung für dich. Also einer meiner direkten Vertriebspartner. Ich meine, selbst wenn man innerlich so denkt, sowas kann man doch nicht seinem direkten Partner ins Gesicht sagen und erst recht nicht mit 19 Jahren, wenn man selbst 30 Jahre alt ist. Dieser Satz befand sich dann im Verlauf der weiteren Story auch über die Jahre immer in meinem Unterbewusstsein, wie er eigentlich wirklich denkt. Erst recht, weil ich wusste, wie viele seiner ehemals direkten Partner er schon hat fallen lassen, wenn ihm der Partner darunter einfach besser gefallen hat. Naja, wie auch immer, die Führungskraft von meiner Führungskraft, also der Generalmanager, konnte den damals noch verhältnismäßig kleinen ersten Konflikt, den wir jemals hatten, schnell aus dem Weg räumen. Circa ein Jahr später hatte ich die besten 10 Partner von mir sowie meine Führungskraft für ein Incentive nach Mallorca eingeladen, als ich nach 24 Monaten endlich mit 21 Teamleiter geworden bin. An einem Tag sind wir mit 2 Mietwagen über die Insel gefahren, bei einem Stopp am Supermarkt kam meine Führungskraft auf uns zu und sagte, ihr glaubt nicht, was gerade passiert ist. Er hatte uns von 2 Teamleitern erzählt, die in der gleichen Division gerade gekündigt hatten, weil sie jetzt irgendwas Unseriöses machen wollen, nämlich Makler werden. Zum damaligen Zeitpunkt konnte ich das noch gar nicht richtig nachvollziehen, weil ich zum einen noch kurz vorher mit beiden in der Teamleiterausbildung saß und natürlich mit meinem damaligen Informationsstand noch davon ausging, dass der Finanzvertrieb, du weißt schon wer, doch das allerbeste Gesamtpaket sei, was man dem Kunden und dir selbst am Markt nur bieten kann. Naja, wie du dir sicherlich denken kannst, war das Thema auch schnell wieder vom Tisch. Wir waren schließlich im Urlaub. Ein halbes Jahr später kam ein anderer direkter Vertriebspartner von meiner Führungskraft im Büro auf mich dann zu und meinte, Maurice, ich habe gerade mit Teamleiter XY telefoniert, weil jetzt noch weitere Großnadelträger aus der gleichen Division, also dem gleichen Teambereich gekündigt haben und ich wissen wollte, was vorgefallen ist und du glaubst es einfach nicht, Maurice. Ich habe daraufhin mit dem inzwischen dritten Teamleiter aus dem gleichen Teambereich telefoniert, der 6 Monate später ebenfalls entschied, den beiden vorherigen Teamleitern zu folgen. Mit ihm war ich besser befreundet und habe mir daher alle Infos zum ersten Mal richtig genau angehört, auch warum die ersten 2 eigentlich damals vor 2 Jahren gegangen waren. Das war gerade zu der Zeit übrigens, als Fondsfinanz Software aufgekauft hatte und du weißt schon, wer sich dann einen neuen Dienstleister für Analyse- und Vergleichssoftware gesucht hatte und diese Software dann von allen als exklusiv für du weißt schon wen vorverkauft wurde. Zusammengefasst erzählte mir der ehemalige Teamleiter dann, dass das alles eigentlich Schwachsinn sei und er bei den 2 anderen Teamleitern schon vor einem halben Jahr die gleiche Technik im Einsatz gesehen hatte, die jetzt ganz plötzlich für uns als exklusiv und neu für den Finanzvertrieb von uns zur Verfügung steht. Genauso hätte er die gleichen Immobilien gesehen, die bei uns immer als exklusiv dargestellt wurden, aber die Makler genauso vermitteln konnten. Oder dass, wenn der Vorstand sich auf einer Jahresauftaktveranstaltung hinstellt und es heißt, dass er wieder ganz exklusiv nur für den, du weißt schon wen, Vertrieb ausgehandelt hat, dass der Depotanbieter wieder ein weiteres Jahr kostenlose Depotgebühren für alle Kunden anbietet, weil wir einfach so ein tolles Unternehmen sind, obwohl es auch jeder 0815-Makler genauso konnte. Einfach, dass mit sehr vielen Lügen und Manipulationen Infos im Vertrieb gestreut werden, die überhaupt nicht stimmen. Und natürlich, dass sie als Makler jetzt bis zu 50 Promille je nach Gesellschaft erhalten, ohne längere Stornohaftung zu haben, wie es einem sonst immer eingeredet wurde.
Dann hat er noch erzählt, weil in dem Kassler-Team zu dieser Zeit einige mit den Gedanken gespielt hatten, Makler zu werden, dass der Generalmanager aus Kassel den Chef vom Vorstand des Finanzvertriebes, abgekürzt Dr. MW. nach Kassel für einen Vortrag eingeladen hat, um zu erzählen, wie toll doch das Unternehmen ist. Dieser Vortrag soll dann für die Abwanderungswilligen aber alles andere als zufriedenstellend abgelaufen sein. Vor allem, als dann irgendwann folgende Frage sinngemäß gestellt wurde. Sagen Sie mal, Dr. M.W., was können wir eigentlich, was Makler nicht auch können? Wo unterscheiden wir uns? Dr. M.W. soll wohl sinngemäß geantwortet haben, ja nichts. Aber das, was Sie doch unterscheidet, das sind doch Ihre Werte und Ihre Philosophie. Die Abwanderungswilligen dachten sich dann nur, ja toll, das kannst du dir sonst so hinstecken. Meine Werte verliere ich nicht, nur weil ich nicht mehr für du weißt schon wen tätig bin. Dr. M.W., der ja auch erst recht in seiner beruflichen Funktion überhaupt gar kein Problem mit Maklern hat und die sogar gut findet und auch für das Geschäft benötigt. Aber in der Bubble vom Finanzvertrieb muss natürlich das Feindbild des Maklers mit Lügen aufrechtgehalten werden. Schlussendlich haben die Großnadelträger dann doch gekündigt, die man mit dem Vortrag eigentlich noch halten wollte. Nach diesem informativen Telefonat bin ich dann zurück zu dem direkten Vertriebspartner meiner Führungskraft gegangen und habe ihm sogar noch gesagt, ja gut, selbst wenn das alles stimmt, was mir gerade am Telefonat gesagt wurde, würde ich trotzdem nicht wechseln wollen, denn was bringt es mir denn, wenn ich vielleicht jetzt auf einmal 50 Promille in Zukunft bekomme, aber von dieser viel höheren Vergütung am Ende alles selbst bezahlen müsste, wie Software, Backoffice, Produktmanagement und so weiter. Dann würde mir am Ende vermutlich das gleiche bleiben, wie ich vorher auch gehabt hätte, nur mit dem Unterschied, dass ich dann am Ende noch die ganze neue Arbeit dazu haben würde. Weil uns damals noch nicht bewusst war, dass diese Annahmen von mir alle Quatsch sind und der wechselnde Teamleiter auch noch nicht tief genug in der Maklerwelt drin war, um uns diesen Nagel im Kopf zu ziehen, war das Thema also schnell wieder vom Tisch und ich habe dem Direkten meiner Führungskraft noch gesagt, dass wir also bei wem, du weißt schon, wem besser bleiben sollten. Wie jedes Jahr habe ich anschließend meinen Umsatz weiterhin verdoppelt und war nach 3 Jahren mit 22 Repräsentanzleiter und nach 4 Jahren mit 23 jüngster BM in der Geschichte von du weißt schon wem. Ein paar Monate vor meiner BM-Beförderung hatten wir gemeinsam in der Führungskräfterunde im Team meiner Führungskraft besprochen, wie es in Zukunft mit unserem Büro in der Hannover Südstadt weitergehen soll, da der Mietvertrag bald auslief. Am Ende waren wir uns alle in der Führungskräfterunde gemeinsam darüber einig, dass es für uns alle besser wäre, wenn wir weiterhin alle zusammen ein größeres Büro hätten, statt wenn wir 2 kleine Büros aufmachen würden, weil das zwischenzeitlich mal bei uns zur Debatte stand. Auch die Führungskraft von meiner Führungskraft, also der Generalmanager aus Kassel, hatte uns allen dazu geraten. Dann kam es jedoch ganz anders. Meine Führungskraft ist inzwischen kurz vor mir zum Regionalmanager befördert worden und hatte logischerweise wieder mehr Zeit, sich der Bürosuche zu widmen. Mir wurden lediglich 1 oder 2 Bürovorschläge von ihm gezeigt, die ich abgelehnt hatte, da es nicht unseren Vorstellungen von einem neuen Büro für Teamaufbau mit Events, mit Dachterrasse oder Garten entsprach und wir nicht wieder ein stinknormales Beratungsbüro haben wollten. Offensichtlich muss er sich bei der Bürosuche alleine gefühlt haben, anders kann ich mir nämlich nicht erklären, was er danach entgegen unserer aller gemeinsamen Absprachen abgezogen hat. Nachdem meine Beförderung zum Branch Manager dann kurze Zeit später ebenfalls durch war, hat mir ein direkter Vertriebspartner von meiner Führungskraft heimlich verraten, dass meine Führungskraft inzwischen einfach einen neuen Büromietvertrag in Hannover unterzeichnet hatte, ich es aber noch nicht wissen soll. Das habe ich natürlich dann meinen direkten Partnern aus Hannover erzählt, woraufhin klar wurde, dass wir uns entgegen aller Absprachen aus der Führungskräfterunde wohl nun doch, warum auch immer, alleine ein Büro suchen sollen. Wollte er uns eins auswischen, damit wir sehen, wie es ist, wenn man sich ganz alleine um sowas kümmern muss? Wir wissen es nicht und wir haben es bis heute auch nie erfahren. Denn irgendwann hat er zwar mitbekommen, dass wir inzwischen von seiner Alleingang-Aktion mitbekommen haben, aber statt dann mit uns das Gespräch zu suchen oder sich deshalb vielleicht auch mal zu erklären, wurde es einfach vor meinem Team total totgeschwiegen und sei ja mit der Zeit ohnehin für jeden von ganz alleine eine total selbstverständliche Sache geworden. Dann ging dieses Verhalten genauso weiter. Wir hatten als gemeinsames Projekt eine Plattform programmieren lassen, damals Unternehmerkino genannt, um den gesamten Einarbeitungs- und Onboarding-Prozess zu digitalisieren und zu automatisieren. Trotz dass ich alles größtenteils alleine aufgebaut habe, habe ich mich an die Abmachung gehalten und die Content-Plattform für die gemeinsame Struktur von meiner Führungskraft in seine Teamgruppe geteilt und jedem zur Verfügung gestellt. Dann hieß es plötzlich wieder, dass meine Führungskraft inzwischen eine eigene Plattform aufgebaut hätte, sogar unseren Namen und alles nachgemacht hat, ohne uns davon zu erzählen. Zur selben Zeit wurden wir von meiner Führungskraft an sämtlichen Online- oder Offline-Meetings ausgeschlossen oder sollten sie nicht mehr mitbenutzen. Auch wenn der Generalmanager extra aus Kassel nach Hannover für ein Meeting eingeladen wurde. Wir wurden sogar aus der gemeinsamen Cloud mit dem gesamten Arbeitsmaterial rausgeworfen, mit der lächerlichen Begründung, dass der Speicherplatz nicht mehr auch für mein Team reichen würde. Rückblickend fing alles ungefähr an, als ich im Januar 2020 Branch Manager geworden bin und sich mein Umsatz unmittelbar in Richtung RM-Größe bewegte. Kurz nach meiner BM-Beförderung waren wir monatlich im Schnitt schon weit über 2 Millionen Bewertungssumme. Allein im März sind wir bei 2,8 Millionen Bewertungssumme herausgegangen. Jeden folgenden Monat ab April gab es etwas Neues, wo man im Team wieder Feuerlöscher spielen müsste, wegen solcher
solchen Aktion oder alles einfach erklären musste. Long story short, wir hatten dann recht schnell parallel in der gleichen Zeit selbst ein neues Büro über den Dächern von ganz Hannover gefunden, was genau unseren Vorstellungen für Events und Partneraufbau entsprach. Ein paar Wochen vor Einzug und Mietvertragsunterzeichnung ist dem Anwalt des Vermieters dann aufgefallen, dass diese Einheit aber gar nicht gewerblich vermietet werden darf, obwohl die Einheit sowohl von der Maklerin als auch von dem Eigentümer als Privat- oder Gewerbe inseriert war. Wir hätten auf eigenes Risiko unsere gewerbliche Tätigkeit dort ausüben sollen und wenn es irgendwann mal herauskommen würde, wüsste der Vermieter von nichts. Wir sind natürlich sofort abgesprungen und standen ohne neues Büro da, in dem Wissen, dass der Mietvertrag vom alten Büro in einem Monat auslaufen würde. Wir baten den bisherigen Vermieter, das Büro für ein halbes Jahr als Übergangslösung zu verlängern. Der Vermieter ging damit in Ordnung, da er ohnehin noch keinen Nachmieter gefunden hatte. Wir hatten bereits schon 2 Wochen vorher begonnen, unser altes Büro für den Umzug und den Nachfolger aufzubereiten, indem wir Folierungen, Beschilderungen usw. abgemacht hatten, damit wir am Umzugstag nur noch die Möbel vom alten Büro ins neue Büro transportieren müssen. Meine Führungskraft wusste, dass wir das geplante Büro kurz vor Unterschrift abgelehnt hatten, sodass wir ihn für die Überbrückungszeit zu einem anderen Büro darum gebeten haben, seine ganzen bisherigen Büromöbel vorerst im Büro zu belassen. Er ging damit einverstanden, wenn wir uns dafür im Gegenzug um die anschließende Entsorgung seiner Möbel kümmern würden, da er durch den Standortzuschuss mit den 12.000 Euro ohnehin komplett neue Möbel für sein neues Büro gekauft hatte. Wieder kam alles anders. Er ist in sein neues Büro eingezogen und Montagmorgen bekomme ich den Anruf von dem ersten Vertriebspartner: Maurice, was ist mit unserem Büro passiert? Alle Möbel sind weg, die Whiteboards sind von den Wänden gerissen, warum auch immer sind sogar einige Fußleisten abgerissen worden. Die Wände, der Fußboden, das ganze Büro sah aus wie auf einer Baustelle. Der Partner rief deshalb an, weil er gleich einen Kunden erwartete, so wie viele andere Partner anschließend, die im Laufe des Tages und der nächsten Tage ebenfalls schockiert zur Kenntnis nahmen, was entgegen aller Absprachen mit dem Büro passiert ist. Mein WhatsApp-Chat war in dieser Woche voll mit Nachrichten wie diesen. Ich habe subjektiv schon immer wahrgenommen, dass seitdem ich meiner Führungskraft immer näher gekommen bin, er mich häufig versucht auszubremsen und seine Lebensversicherung, also einen meiner direkten Partner, versucht gegen mich aufzubringen. Dies war der Moment, wo es auch meine ganzen Partner wahrgenommen hatten, beziehungsweise einige einfach die Schnauze voll von ihm hatten, weil es halt diesmal auch einfach sie selbst betroffen hat. Das alles war der Anfang davon, dass wir ab dann fast ein halbes Jahr kein richtiges Wort mehr miteinander gewechselt hatten. In diesem halben Jahr habe ich mit einem Vertriebspartner der AFA geschrieben, weil er in genau den gleichen Regionen unterwegs war wie wir und dort sehr polarisiert hat. Zu meinen Strategien gehörte es schon immer, anderen Vertrieblern das Gefühl zu geben, sie könnten mich anwerben, um so einfach, viel einfacher ein persönliches Treffen zu vereinbaren, in dem sich dann herausstellt, dass mein Deal am Ende der bessere ist und es so zu einer Zusammenarbeit mit uns kommt. Das wusste auch meine Führungskraft, weil ich das seit meiner Trainee-Zeit schon immer so gemacht habe. Was ist dann aber passiert? Dieser AFA-Vertriebspartner hat wohl, um sich wichtig zu fühlen, von meiner Nachricht, wie ich hörte, einen Screenshot gemacht und das an irgendeinen befreundeten Vertriebspartner von du weißt schon wem geschickt. Diese Person muss es dann an den Vorstand weitergeleitet haben, woraufhin es wohl bei meiner Führungskraft gelandet ist. Ich kann sicherlich nachvollziehen, wenn dein größter Teambereich, mit dem du seit einem halben Jahr quasi keinen richtigen Kontakt mehr hast und es inzwischen getrennte Büros gibt und du dann so einen Screenshot siehst, da erstmal die Alarmglocken angehen. Aber das ändert nichts daran, dass erwachsene Menschen dann das Gespräch gesucht hätten und jeder wissen müsste, dass ich niemals so ein Downgrade eingegangen wäre. Was ist dann aber stattdessen passiert? Nicht nur meine Führungskraft, sondern auch die Führungskraft von meiner Führungskraft, also der Generalmanager, kam extra aus Kassel vorbei zu meinem Büro im Juni 2020 und was dann passierte, das glaubst du nicht. Ich spiele dir mal eine Sprachnachricht ab, die ein Partner von mir am gleichen Nachmittag, der am gleichen Nachmittag im Büro war, als das passierte, in unsere gemeinsame Teamgruppe geschickt hat. Gut, ich kann erstmal vorwegnehmen, es ist kein Geschenk, also jeder, der es irgendwie vermeiden kann, sich mit denen auseinanderzusetzen, ein Gespräch zu führen, die bearbeiten einen. Ganz gut. Ja, der Ablauf war so, ich wollte gerade meine Sachen in den Schrank hinten schließen, also hier Proximus und so, ist Steve vor dem Fenster rumgeturnt, erst haben sie Fotos von den Fenstern gemacht und ja, dann ist Steve so halb auf das Geländer gestiegen, um reinzugucken, keine Ahnung, Fotos davon zu machen und so weiter. Ja, dann haben sie mich gesehen, sie haben auch nicht dort geparkt, sondern haben in einer Nebenstraße geparkt, obwohl alle Parkplätze frei waren, also es war schon so geplant, dass sie möglichst kein Aufsehen erwecken. Ja, dann habe ich das Fenster aufgemacht, dann haben sie gefragt, ob ich alleine bin, warum abgeschlossen ist, warum ich sie nicht reingelassen habe beim Klingeln und so. Aber ich habe gesagt, ich hatte Kopfhörer drin und wahrscheinlich muss mich heute Morgen jemand eingeschlossen haben, als er gegangen ist. Meinten sie halt, ja, können wir mal bitte kurz reinkommen und so. Und ich, ja, sie wollen nur mal kurz gucken, ob alles cool ist und mal reingucken, wie es so läuft und warum sind draußen eigentlich keine Schilder. So, habe ich gedacht, okay, gut, laufe ich mit denen einmal durch. Steve hat die ganze Zeit so gefragt, ja, was ist in dem Raum? Ich meinte, ja, da sind nur so ein paar Wasserflaschen drin. Ja, dann waren wir ganz hinten angelangt und dann meinten die so, ja, setz dich doch mal kurz und so. Bisschen schnacken, wie es so läuft in Hannover. Und dann meinte ich die ganze Zeit, nee, ich muss los. So, und dann hat er gesagt, ja, setz dich 2 Minuten hin. Haben wir uns so zu dritt
mehr oder weniger kurz hingesetzt, haben die so ein bisschen versucht, aber ich bin ich so aufgesprungen und meinte, nee, ich muss jetzt los, so, und dann sind wir rausgegangen und dann ja, wurde ich da halt weiter 20 Minuten lang wirklich aufs Feinste penetriert. Also sie haben damit angefangen, dass Tobi hat gesagt, ich bin entsetzt, wie das Büro aussieht. Hier kann man noch keinen Partneraufbau machen und was ist, warum gibt es hier keine Schilder? Wo sind die ganzen Schilder? Warum wurde das abgekratzt? Warum ist das passiert? Ja, hättest du mal sehen sollen, wie es noch aussah, als dein direkter Partner mir das Büro damals übergeben hat. Hier in der Sprachnachricht spielte er aber überwiegend auf die fehlenden Logos überall an und dass in zwei Räumen noch nicht alles aus den Kartons ausgepackt war von den gerade gelieferten Möbeln. Ich habe dann halt gesagt, hier, Steves Sachen mussten raus und so. Ich war da nicht dabei. Vielleicht hat das auch was mit dem Vermieter zu tun, dass der wollte, dass die Fenster freigemacht werden. Also, ja, ist ja komisch. Haben sie ja vorher schon Fotos von gemacht. Ja, und dann haben sie halt versucht, mit Komplimenten, mit irgendwelchen Sachen, Honig ums Maul schmieren, irgendwie Sachen aus mir rauszukitzeln. Und ja, es ging dann los nach dem ganzen Gelaber, wie scheiße denn das Büro aussieht, ob sich Maurice denn um mich kümmern würde. Maurice, Tobi hat zu mir gesagt, ja, also er weiß noch nicht, wie das mit der Weiterarbeit weitergeht und so, weil er sträubt sich gegen alles, Power Days und so, warum, und hat sehr auf Maurice rumgehackt. Also er hat ihn wirklich sehr, sehr schlecht gemacht, dass er sich nicht um uns kümmert oder um mich kümmert, er ist nicht für uns da. Da habe ich halt gesagt, ja, das ist ja ein bisschen logisch, wenn die Führungskraft so ein Riesen auseinander ist, wie bei mir, dann kann das ja mal passieren, dass da jetzt nicht überall über die Schulter rüber geguckt wird und so. Und ja, da sind die halt komplett, haben sich drauf gestürzt und haben Maurice wirklich richtig in den Dreck gezogen und haben gesagt, ja, dass das alles nicht geht. Dann ging es ums Büro, ja, immer wieder 12.000 Euro, 12.000 Euro. Was hat Maurice mit dem Geld gemacht? Hat er euch davon was erzählt? Einfach nur, um meinen Partner zu verunsichern. Sie hätten einfach mit einer Checkliste durchs Büro gehen können, mit sämtlichen Rechnungen, die ich je für die 12.000 Euro Standortzuschuss bei du weißt schon wem eingereicht habe, und hätten am Ende festgestellt, dass alles im Büro vorhanden war. Wo ist das Geld hin? Hier gibt es keine Tische und so. Habe ich gesagt, ja, da vorne sind ja Tische, da sind die falschen geliefert worden und so weiter. Ja, das ist doch keine Ausrede, hier kann man doch nicht arbeiten. Meine Karriere wäre in Gefahr durch Maurice und so weiter. Also haben da wirklich, wirklich volles Brett gegen Maurice gewettert. Dann die ganze in die Luft gehoben, von wegen, ja, also beste, das ist das beste Modell, wie kann das dann sein, ohne Schild vorne an der Tür, wie geht das denn, wie macht ihr den Kunden klar, wie wollt ihr denn Partnerpotenziale aufbauen, ohne und so, ist das das geilste Unternehmen überhaupt, wie macht ihr das? Sagte er, während ich als jüngster BM in 30 Jahren Konzerngeschichte auf dem Weg zum RM kurz zuvor gerade mein All-Time High geschrieben habe. Und ja, dann ging es weiter zum Thema Unternehmerkino, warum steht da eigentlich Unternehmerkino und warum ist das Schild Hängler und zieht das jetzt ab? Ja, Unternehmerkino habe ich halt so gesagt, keine Ahnung, ist für Einarbeitung digital, habe ich keinen Zugriff zu, also kann ich euch nicht weiterhelfen, weil meine Einarbeitung damals war noch, ja, mündlich, ich bin damit durch, ich habe nichts damit zu tun. Maurice und Felix würden eine krasse One-Man-Show abziehen, und wie sieht denn das aus, wenn man irgendwie Kunden berät oder so und da steht Hengler und Siedert vorne dran und die sind dann gar nicht dabei, habe ich gesagt, ja, bei mir ist er ja dabei, ja, ja, bei dir ist das ja jetzt erstmal egal, sondern auch für die anderen, haben versucht, da irgendwie rauszufinden, ob die irgendwas alleine planen oder so und haben halt die ganze Zeit wirklich, wirklich krass, ja, Maurice-Bashing betrieben, kann man nicht anders sagen. Und ja, wollten auch irgendwie nicht so richtig gehen. Dann kam für mich mein persönlicher Höhepunkt, war dann der, dass zu mir gesagt wurde, ja, was ich denn gerade mache. Und dann habe ich halt gesagt, ja, die letzten 2 Monate hatte ich nicht sonderlich viel Kontakt zu Maurice, weil ich halt für die Prüfung lerne. Mir wurde kommuniziert, konzentriere mich auf die Prüfung. Da war ich auch sehr dankbar, dass mir alles andere abgenommen wurde und ich konzentriere mich voll auf die Prüfung. Dann haben sie halt gefragt, warum bin ich in Dortmund angemeldet und haben dann so Witze gemacht von wegen, ja, weil Maurice wahrscheinlich hier in Hannover durchgefallen ist und dann in Dortmund bestanden hat, muss ich auch nach Dortmund und so weiter. Jeder weiß, dass ich meinen 34D und meinen 34F am ersten Mal bestanden habe, im Gegensatz zu meiner Führungskraft, aber egal. Ja, haben mir dann, hat mir Tobi angeboten, ja, was ist denn mit Steve? Kann der dir nicht helfen? Und so, ich meinte, ja, Steve, der kann dir doch helfen und kann doch alles machen. Der hilft dir bei allem, mach doch mal einen Termin mit ihm zusammen, Kleiner, erklärt dir alles, was du willst. Weil du darfst ja nicht vergessen, du bist ja auch ein Partner von Steve und nicht nur von Maurice. Und dann haben sie mir die ganze Zeit gesagt, wenn ich das mache, dann erfährt Steve, Maurice nichts davon. Also sie wollten alles, was ich mache und sage, sollte unter uns bleiben. Also Maurice soll davon nichts mitbekommen, dass ich mich mit Steve treffen soll. Er soll mir bei der Prüfungsvorbereitung helfen, weil ich ja auch nicht im angemeldet bin. Und ja, ob mir auch niemand was von der Woche erzählt hätte,
Weißt du, von dieser Hamburg-Woche, das wird alles auf Firmenkosten. Nein, würde es nicht. Über den richtigen Maklerpool hingegen wird die gesamte Theorie- und Praxisvorbereitung kostenlos übernommen. Würde alles bezahlt werden und darum sollte ich mich mit Steve zusammensetzen. Dann kam Steve und meinte, ja, weißt du noch damals bei deiner AIC-Analyse, erste Mal hier im Büro, haben wir doch zusammen gekickert und so, wir waren doch immer schon offen, was völliger Blödsinn ist. Also Steve war für mich immer ein richtiger Penner, also kann ich auch jetzt von Anfang an sagen, keine Ahnung, bei manchen hat sich das so entwickelt, ich mochte Steve nie, aber ich glaube ich auch nach dem dritten, vierten Treffen habe ich das Maurice gesagt. Ich habe, glaube ich, als Trainee 2 Wochen mit Steve eine handfeste Diskussion über, wo ich sage, was einfacher wäre. Er meinte, nee, auf keinen Fall. Ich war nie der Freund von ihm, wir hatten nie Kontakt. Es war eigentlich alles immer egal. Er hat mir noch einen Partner kaputt gemacht, andere Geschichte. Und jetzt auf einmal heißt es, ja, wir hatten ja damals gekrökelt, alles richtig geil. Völliger Schwachsinn. Also wirklich nur, damit ich in irgendeiner Weise zu Steve gehe und mit ihm rede und ich soll unbedingt einen Termin ausmachen und meinte dann zu mir, ja, dass Maurice ja auch so ein Freund für mich geworden ist, dass wir auch privat ja Sachen gemacht haben, hat er immer bei Instagram verfolgt und so, keine Ahnung, ob er diese Grillpartys da manchmal meint und so, meinte ja, dass er so richtig auf Bro gemacht hat und jetzt lässt er mich komplett fallen und Prüfung alles alleine, Büro wird nicht gestellt, Infrastruktur ist kacke und ja, so haben die halt die ganze Zeit an mir vorbeigeredet und wollten mir einreden, Maurice ist kacke, wollten mir einreden, es ist super geil und wollten die ganze Zeit Informationen ziehen, was haben die geplant, gibt es schon ein neues Büro, wurde ich gefragt, will ich auch nichts zu sagen, weiß ich nicht, ich lerne hier, Schreibtisch reicht mir, normal wäre ich in der Bibliothek, in der Uni, ja, die ganze Zeit, das sind 12.000 Euro, dann kam auch dazu, dass Tobi die ganze Zeit mich voll gequatscht hat, von wegen, ja, meine Schuhe, meine Sneaker wären ja so geil, kosten 500 Euro und ja, bald, wenn du ein paar Monate lang mit Steve zusammenarbeitest, kannst du jeden Monat diese Schuhe kaufen und für deine Freundin auch noch, haha, hat so die ganze Zeit erzählt, ja, das hat mich zum Millionär gemacht und so, ich bin GM und ich sehe so ein Büro und da lache ich mich tot und wir waren super aufdringlich, super schmierig, machen Maurice schlecht, wollen am liebsten dann die ganzen Partner zu sich selber ziehen, das Büro von Dings ist ja so geil und noch eine Sache, die habe ich eben, als ich mit Maurice telefoniert habe, ihm auch vergessen zu erzählen, sie meinten auf dem Parkplatz zu mir, nachdem sie gesagt haben, das bleibt alles unter uns und wir sind ja so cool miteinander, kamen dann noch auf dem Parkplatz von Tobi, guckt Steve an und sagt, hier müssten wir eigentlich mal das Finanzamt drauf losschicken. Also einem eigenen Partner, einem eigenen Menschen, den man so lange kennt wie Steve, Maurice, hetzt man das Finanzamt, auch wenn es Palaver ist. Allein die Aussage vor einem Partner von Maurice ist für mich wirklich, das war eigentlich das Traurigste von allen. Ja, da wurde wirklich einfach eine rote Linie bei mir überschritten und das hätte man auch mit keiner Entschuldigung der Welt jemals wieder gut machen können. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich meine Führungskräfte brauchen würde, weil ich alles sowieso immer viel schneller und in jüngerem Alter hinbekommen habe, als meine Führungskräfte zuvor. Ich hatte nie Lust auf Strukturvertrieb aus den 90ern, wenn man bereits die effizienteren Möglichkeiten von heute zur Verfügung hatte. Ich sage nicht, dass es nicht auch mit wie früher funktioniert hätte, aber ich wollte meine Zeit einfach nicht vergeuden und meine Partner schließlich das duplizieren lassen, was die besten Ergebnisse bringt. Auch wenn es sich vor meinen Führungskräften häufig so angefühlt hat, als hätte ich das vorher erfunden. Ab dem Vorfall im Juni wurde es dann immer schlimmer und meine Partner wurden nach langer Funkstille seitens Führungskraft plötzlich alle vermehrt angeschrieben und mit dem Hintergrundwissen der Sprachnachricht von dem Partner in der Gruppe wusste natürlich jeder Partner, okay, der will sich jetzt bei mir einschleimen und mich dann von Maurice abwerben. Die Partner wurden terrorisiert und unterdrückt angerufen, teilweise wurden sogar unterschiedlichen Partnern zur gleichen Zeit die gleichen Komplimente gemacht, Social Media Beiträge kommentiert, so richtig peinlich eingeschleimt, als würden die sich nicht untereinander austauschen. Nach dieser linken Nummer an meinem Büro und den ganzen Abwerbungsversuchen habe ich mich intensiv mit alternativen Plattformen am Markt beschäftigt, weil ich für mich inzwischen definitiv entschieden hatte, dass egal wie sie das irgendwann alles rechtfertigen werden, es für mich nie wieder repariert werden kann und meine Entscheidung feststand. Ich hatte mir daraufhin eine Excel-Tabelle erstellt mit allen Dingen, die ich von du weißt schon wem gewohnt war und auf was ich niemals in Zukunft verzichten wollen würde und habe dann alle Maklerpools gefragt im Sinne von, habt ihr das auch? Könnt ihr das auch? Wie sieht es mit ... aus? Und am Ende musste ich feststellen, wie wenig ich eigentlich über Maklerpools oder Maklerverbünde wusste. Ich musste mir von einem Key-Accounter die Frage dann stellen lassen, Maurice, wenn du vieles davon doch schon wusstest, dass du als Makler im Prinzip genauso unverändert weiterarbeiten könntest, wieso brauchte es dann erst diese ganzen persönlichen Vorfälle, damit du dich mit dem Maklerstatus und dessen Möglichkeiten überhaupt auseinandergesetzt hast? Und damit meine ich nicht, dir irgendwelche Präsentationen zu geben, die einseitig von eurem Vertrieb erstellt wurden, sondern wirklich unabhängig damit auseinandergesetzt. Ich sagte, das sei zwar alles immer interessant gewesen, dass man zum Beispiel bis zu 50 Promille bekommen kann, für die Kunden vieles auch sogar nochmal besser lösen kann und auch die Software und Backoffice und Co. unverändert kostenlos zur Verfügung
gestellt bekommt. Aber dann muss ich ja künftig mit dem erhöhten Promillsätzen jetzt immer meine ganzen Vertriebspartner selbst strukturiert abrechnen, weil Makler ja keine Leitungsvergütung erhalten. Er sagte dann zu mir, wer hat dir denn diesen Mist erzählt? Die gleichen Leute, die dir seit Jahren weismachen wollen, dass alles nur exklusiv in eurem Laden möglich ist. Ich hatte gemerkt, dass ich in diesem Punkt echt nie hinterfragt hatte. Für mich als Person, für den jahrelang der Erfolg auf den extremen Teamwachstum zurückzuführen war, war das natürlich einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Nachdem ich dann gemerkt habe, dass es also Dinge gibt, die in der neuen Welt einfach unverändert bleiben und andere Dinge wiederum besser werden, aber ich nichts finden konnte, wo ich es vorher besser gehabt hätte, weder für den Kunden noch für mich unternehmerisch, war meine Entscheidung dann klar. Das Problem war also nie der Strukturvertrieb, das Problem war nur der handelsrechtliche Status, nach 84 HGB tätig zu sein. Von einem Finanzvertrieb zum nächsten zu wechseln, hätte auf Dauer das Problem nicht besser gemacht. Solange ich weiterhin als 84er tätig bin und die Nachteile eines Handelsvertretervertrages in Kauf nehme. Ich habe immer mehr angefangen, mich mit den ganzen Unterschieden zwischen 84 HGB und 93 HGB auseinanderzusetzen und festgestellt, wie viel Blödsinn einem eigentlich bisher erzählt wurde und dass die eigene Realität, also das, was ich immer als Wahrheit angenommen habe, eigentlich immer nur Informationen waren, die ich ausschließlich aus dem Finanzvertrieb erhalten hätte, wo die gleichen Dinge immer und immer wieder erzählt wurden, bis man es irgendwann als Wahrheit angenommen hatte, wie mit gleichgeschalteten Medien halt. Kurze Zeit später kam am 9.7.2020 eine Mail von dem Generalmanager, also der Führungskraft von meiner Führungskraft, die mit ihm zusammen bei meinem Büro aufgetaucht war, mit dem Versuch einer schlechten Entschuldigung. Er habe außerdem nicht wissentlich etwas falsch gemacht, abgesehen davon, dass ich ihm kein Wort darin abgekauft hatte und es mehr wie eine Notlösung wirkte, nachdem alle Versuche von ihm und meiner Führungskraft, mein Team an mir vorbei abzuwerben, um mich loszuwerden, es nur verschlimmerten. War das für mich, wie gesagt, eine auf Lebzeiten unverzeihbare Aktion. Genau solche Situationen zeigen doch letztendlich, wie Menschen wirklich sind. Und solche Leute will ich wirklich nicht in meinem Umfeld haben. Das wird früher oder später zum Problem, zumal ich auch zu dieser Zeit der Entschuldigungsmail längst mitbekommen hatte, dass DSW, also der Generalmanager über dem Generalmanager, mich aufgrund der einseitigen Informationen loswerden wollte oder nach einem Weg gesucht hat, mich zurückstufen zu lassen. DSW hatte zu dieser Zeit im Backoffice der Vertriebspartnerabteilung angefragt, ob man mich irgendwie rückwirkend zurückstufen kann und sich dafür meine Umsatzliste zuschicken lassen, ob die vielleicht im Backoffice halt irgendwelche Fehler finden können. Woher ich das weiß, das bleibt mein Geheimnis. Im Monat zuvor sollte ich der Abteilung Qualitätsmanagement und Partner noch eine Stellungnahme schicken, warum unser Büro so aussieht, wie es von unserer Führungskraft entgegen aller Absprachen hinterlassen wurde. Weitere Schritte wurden dann angedroht, wenn ich mich nicht äußern würde innerhalb von lediglich 2 Werktagen Frist. Da ging es einzig und allein darum, im Auftrag von DSW und Co. Druck bei mir auszuüben. Natürlich hat meine direkte Führungskraft das nie jemandem erzählt, er würde sich und seine ganzen Aktionen ja nicht freiwillig in ein schlechtes Licht rücken. Warum wir alle Folierungen und Firmenaufkleber zum Beispiel von den Fenstern bereits entfernt hatten, hatte ich dir bereits erklärt, da wir unser neu geplantes Büro kurzfristig absagen mussten, für den Umzug aber schon angefangen wurde, das Büro einigermaßen von eben solchen Dingen wie Fensterfolierungen zu befreien. Nachdem wir dann unser Büro für ein halbes Jahr zur Überbrückung verlängern mussten, haben wir natürlich aber nicht mehr eingesehen, die Fenster erneut wieder folieren zu lassen und überall wieder alles so herzustellen, weil wir es im neuen Büro vermutlich hätten gar nicht so übernehmen können. Meine Führungskraft, die von unseren Büroumständen auch in Kenntnis gesetzt war, hätte also jederzeit mit der Wahrheit die Luft aus den Segeln nehmen können, wenn sie zugegeben hätte, was sie damals abgezogen hat. Nachdem ich dem Qualitätsmanagement dann die Wahrheit mit dem Büroverlauf erzählt hatte, konnten die natürlich nichts mehr sagen, weil ich alles einfach belegen konnte. Genauso unsere weitere Bürosuche durch sämtliche Mailverläufe. Ebenso sollte ich DSW eine Stellungnahme schicken, warum es keine Beschilderung und Folierung mehr im Büro gibt. Dann sollte ich mich bei ihm zu Umsatz mit mir selbst äußern, wegen einer Rentenversicherung, die nachweislich nach meiner Beförderung erst abgerechnet wurde. Er unterstellte mir aber, dass ich durch den Umsatz mit mir selbst befördert worden wäre, was nicht stimmte, da ich deutlich drüber lag und der Vertrag nachweislich nicht mal in den Beförderungszeitraum eingeflossen ist. Ich habe mich dazu äußern müssen, warum ich auf Social Media dem Wettbewerb folgen würde, wie DVG, AFA, Taurus und was es sonst noch so außerhalb unserer Blase gegeben hat. Als Handelsvertreter soll man ja am liebsten nur Informationen vom eigenen Finanzvertrieb beziehen. Dann wollte er noch eine Schulung mit meinem gesamten Team vereinbaren, was aber am Ende nichts anderes war als ein Kontrollversuch, nachdem meine 2 anderen Führungskräfte mit ihren Aktionen bereits alles verkackt hatten. Also wie gesagt, im Juli 2020 kam dann die Entschuldigung von der Führungskraft, von meiner Führungskraft, nachdem von ihm wiederum die Führungskraft mich zuvor versucht hatte, loszuwerden mittels Backoffice. Zurück zur Entschuldigungs-E-Mail. Er sei überrascht von der ganzen Situation. Das angespannte Verhältnis zu meiner Führungskraft war ihm in dem Maße auch nicht bekannt. Er habe bisher nur mitbekommen, dass ich mich wegen dem Quam im 2. Quartal nicht mehr zurückgemeldet hatte. Beim Quam in Quartal 1 2020 habe ich noch ganz normal referiert, wie geil doch du
weißt schon, welches Unternehmen ist. Und dass es sich ja gar nicht lohnen würde, Makler zu werden, selbst wenn man ein paar Promillepunkte mehr bekommen würde. Weil ich das, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt aufgrund der mir damals bekannten Informationen auch noch vollkommen so geglaubt hatte. Im zweiten Quartal war ich nicht mehr dabei, richtig, weil wir keinen Bock mehr auf meine Führungskraft hatten, aufgrund der zuvor passierten Aktionen. Dann hatte er mir noch vorgehalten, dass er hier auch an der Coaching-Runde nicht mehr teilnehmen wollte. Das habe ich ihm aber zusammen mit Tim, einem anderen direkten Partner von ihm aus dem Team in Köln-Düsseldorf, sogar persönlich noch Ende vorheriges Jahr mitgeteilt, dass uns das Niveau in der Coaching-Runde viel zu schwach sei, wenn dir der Generalmanager plötzlich mit Spielzeugautos etwas über Unternehmertum erklären will und vieles mehr, wo ich mir einfach nur dachte, Zeitverschwendung, das bekomme ich effizienter hin. Aber das wusste er die ganze Zeit schon von mir und hatte mir lediglich nahegelegt, es DSW in einer E-Mail mitzuteilen. Er tat aber so, als hätte er das beiläufig erfahren. Das alles hatte aber überhaupt nichts mit den ganzen Vorfällen zu tun, sondern 95% sind einfach nur 0815-Unternehmer, deren Geschwindigkeit ich nicht übernehmen wollte. Das war nicht mal abwertend gemeint, sondern einfach nur eine Entscheidung, die aus der Mainstream-Reihe getanzt ist. Und was in der echten Unternehmerwelt quasi unabdingbar ist, ist in der Handelsvertreterwelt halt nicht gerne gesehen. Pinguine sollen nicht aus der Reihe tanzen. Dann der beste Satz in seiner E-Mail: Wenn er persönlich etwas getan haben sollte, was nicht richtig war, dann entschuldigt er sich gerne dafür. Denn niemand sei ja unfehlbar. Er habe nichts wissentlich falsch gemacht, nachdem er mich aufs Übelste schlecht gemacht hat, mir sogar eine Straftat unterstellt hat, obwohl er wusste, dass es nicht stimmt, mein Team mir wegnehmen wollte, einem Partner von mir sagte, mir müsse man mal das Finanzamt vorbeischicken, weil ich angeblich die 12.000 Euro Standortzuschuss veruntreut hätte, nur um meinen Partner zu manipulieren. Geht's noch? Und dann sagt er ernsthaft in der Mail, falls er irgendwas getan haben sollte, was nicht richtig war, ja, dann nicht mal die Eier in der Hose haben, um die Sachen beim Namen zu nennen. Niemand sei ja unfehlbar. Das stimmt. Aber die Mail ist doch einfach nur ein Hilfeschrei, weil er mit allen anderen Versuchen bislang gescheitert ist. Der Plan war, mir alles wegzunehmen und meine Struktur direkt weiterzuführen. Nachdem dies nicht aufging, wird sich plötzlich geheuchelt bei mir entschuldigt, weil es die einzige Lösung war, das Team zu halten. Dann hat er in der Mail noch aufgezählt, was er doch immer für eine super Führungskraft gewesen sei, da er uns immer zu unseren Geburtstagen gratuliert hätte oder zu Ostern eine persönliche Karte geschrieben hat und bei einigen unserer Incentive-Reisen mitgekommen ist. Er sei ja nie parteiisch gewesen und im Unternehmen würde es auch keine Vetternwirtschaft geben, weil er ja genau das an unserem Job so sehr lieben würde. Er würde in 20 Jahren nie auf der Seite von einer Person gestanden haben, weil er das in 20 Jahren so gelernt hat. Ja genau, deshalb lässt er einen so dummen Screenshot von einem Vertriebspartner an die AFA auch so ein großes Ausmaß annehmen und mit meiner Führungskraft sich gemeinsam gegen mich aufbringen, statt einfach nur ein einziges Mal bei mir nachzufragen, was es mit diesem Chat überhaupt auf sich hatte. Vor allem haben sie bis heute nie darüber gesprochen. Ich weiß von dem Screenshot auch nur, weil meine Führungskraft es einem direkten Partner von ihm erzählt hat, der es dann wiederum mir erzählt hat. Stell dir mal vor, ich wüsste von diesem Screenshot bis heute gar nicht. Ich wüsste, glaube ich, nicht, wie ich die ganzen Vorfälle dann überhaupt rückblickend hätte mir selbst erklären sollen oder begründen sollen, warum die das abziehen. Und außerdem, ich meine, wenn ich wirklich jemals vorgehabt hätte, zur AFA zu wechseln, dann wäre ich doch spätestens jetzt, nach über 2 Jahren, seitdem ich diesen scheinheiligen Laden bereits verlassen habe, Vertriebspartner bei der AFA geworden, oder nicht? Wieso bin ich bis heute noch nicht dort gelandet? Ganz einfach, weil ich es nie vorhatte. Und wenn man eben nicht parteiisch gewesen wäre, dann wäre es auch nie zu diesem Konflikt gekommen. Im Nachhinein kann ich nur dankbar dafür sein, weil ich ansonsten wahrscheinlich erst viel, viel, viel später an diese ganzen Informationen außerhalb der Blase gekommen wäre. Auch wenn ich keinen Konflikt mit meinen beiden Führungskräften gehabt hätte, wäre ich dennoch gegangen, sobald ich die Unterschiede zwischen der Handelsvertreter- und der Handelsmaklerwelt richtig verstanden hätte. Aber ich wäre vorher natürlich auf meine Führungskräfte zugegangen und hätte das Gespräch gesucht. Ich hätte geschaut, ob man nicht zusammen im sinnvolleren Status gemeinsam weitermacht. Und genau das nervt mich total am Handelsvertreter sein. Du bist kein echter Unternehmer. Du bist heftig auf die Führungskräfte oder den Vertrieb angewiesen. Es gibt massiv Vetternwirtschaft. Würdest du hingegen Strukturvertrieb als Handelsmakler betreiben nach 93 AGB, hätten deine Führungskräfte oder die Plattform, mit der du zusammenarbeitest, nicht diese Macht über deine Zukunft. Das ist alles andere als ein sicherer Geschäftsplan, so wie er das immer hochgelobt hat. Er hat in seiner Mail noch betont, dass wir einen tollen, sicheren Vertrag hätten mit dem besten Geschäftsmodell. Natürlich so lange, bis du irgendwann Dinge hinterfragst oder anders angehen möchtest, als es deinen Übergeordneten passt. Und wenn du ihnen nicht mehr passt, dann wollen sie dich als Margenquetscher loswerden. Das Geschäftsmodell Strukturvertrieb ist auch wirklich super, aber halt im 93er-Status mit dem richtigen Maklerpool für den Kunden und nicht für den Finanzvertrieb im 84er-Status, für den du tätig bist. Ein Handelsvertretervertrag ist alles andere als sicher. Er ist für mich das genaue Gegenteil, denn er bringt massive Abhängigkeiten mit sich. Ich mache mich doch genau deshalb eben selbstständig, um eben nicht abhängig zu sein.
Du kannst jederzeit gekündigt werden und verlierst einfach alles, was du dir je aufgebaut hast. Du hast keine Kunden mehr, keine Partner mehr, keine Arbeitsergebnisse. Alles, was du in der Zwischenzeit erarbeitet hast, erstellt hast, Präsentationen, Materialien, vielleicht sogar irgendwelche Software. Wenn ein Maklerpool hingegen die Geschäftsbeziehung zu mir irgendwann kündigen sollte, warum auch immer, dann behalte ich hingegen weiterhin alles, was ich mir aufgebaut habe. Naive Partner sagen gerne, aber ich verstehe mich doch so gut mit meiner Führungskraft und wenn ich irgendwann mal gehen wolle, dann könnte ich doch bestimmt meine ganzen Kunden schon mitnehmen. Er würde mich doch bestimmt das Ganze lassen. Erstens sind es nicht deine Kunden und zweitens hat deine Führungskraft überhaupt nichts zu melden, ob du deine zugeführten Kunden mitnehmen darfst oder eben nicht. Das wird niemals passieren. Allerhöchstens darfst du so einen geknebelten Aufhebungsvertrag unterzeichnen, damit dir auf Lebzeiten in der Branche die Hände gebunden sind. Die Entschuldigungsmail hat er dann damit abgeschlossen, dass er ja gerne für uns da sei, wohl er für sich selber da sein wollte, und fing dann an, nach diesen ganzen Sätzen damit so zu tun, als sei damit jetzt alles Nötige gesagt, dass man wieder zum normalen Themen übergehen kann, und fragt, ob wir denn online den Investmentkongress mitverfolgt hätten und die Mega-Kampfansage vom Vorstand für alles, was noch passiert. Ja, die Mega-Kampfansage vom Vorstand, was für ein Held. Er hat wahrscheinlich wieder ganz exklusiv ein paar Dinge für du weißt schon wen möglich gemacht, die jeder 0815-Makler da draußen schon seit Ewigkeiten so nutzen kann. Wenn man sich wirklich mit den ganzen Maklerpools auskennt, dann stellt man schnell fest, dass du weißt schon wer nie die Pioniere am Markt waren, für die sie sich immer ausgegeben haben, die am schnellsten und weitesten sind, sondern vieles einfach nur aus dem Maklermarkt kopiert wurde. Weil sich Handelsvertreter in der Regel aber nicht mit der freien Maklerwelt auskennen, fällt es natürlich meist nicht auf, dass es kopiert wurde. Die Zukunft des Strukturvertriebes würde angeblich sicher, du weißt schon wem gehören, falsch. Mehrfache Agenten werden meiner Meinung nach immer mehr in den Maklerstatus wechseln, wenn sie Strukturvertrieb machen wollen, weil immer mehr Maklerpools Strukturvertrieb möglich machen. Welchen sinnvollen Grund gibt es denn deiner Meinung nach, als ungebundener Versicherungsvertreter zu sein? Du hast ja scheinbar für dich schon längst erkannt, dass es besser ist, nicht ausschließlich eine Gesellschaft anbieten zu können für den Kunden. Und ein Produktmanagement, wo die besten Produkte analysiert werden am Markt, gibt es bei guten Maklerpools genauso. Also warum nicht gleich unabhängiger Makler sein, wo ich noch viel mehr Möglichkeiten für meine Kunden und für mich selbst habe? Ungebundene Versicherungsvertreter werden immer mehr einsehen, dass sie als unabhängige Vermittler ihren Kunden viel größere Mehrwerte ermöglichen können und gleichzeitig für ihr Lebenswerk in so vielen Hinsichten unternehmerisch mehr ermöglichen können. Kurz vor meiner Kündigung im August 2020 habe ich mir noch von allen möglichen Ex-Vertriebspartnern, die vor mir schon den Status gewechselt haben, die Horrorgeschichten angehört, was die mit so manchen Partnern abgezogen haben und allgemein, wieso das Vorgehen nach der Kündigung ist. Ja, muss halt nur aufpassen, ne? Den Scheiß habe ich auch erlebt. Die sind uns hinterhergefahren, damals mit 2, 3 verschiedenen Autos mit Teleobjektiven. Das war ja eine Detektei aus der Nähe von Oldenburg damals, die das gemacht haben. Der hatte die beauftragt. Von Provisionen, die plötzlich auf ratierliche Auszahlungen umgestellt werden, um es dir finanziell möglichst schwer zu machen, deine Fixkosten weiterhin zahlen zu können, Lügengeschichten, die vor Kunden oder Vertriebspartnern über deine Person verbreitet werden und vieles mehr. Was zeigt uns das alles? Du kannst noch so gut gewesen sein, sobald du den Laden aber verlässt, warst du es plötzlich nie in der Vergangenheit. Man hätte ja schon immer gewusst, dass du böse bist. Es wird so viel Rufmord über dich betrieben, dass sich schon gar kein verbleibender Vertriebspartner mehr bei dir erkundigen will, da er im Glauben ist, durch die ganzen Lügengeschichten bereits alles über dich und deinen Weggang, deine Beweggründe erfahren zu haben. Mein Impuls an dich ist ganz klar, dich vorher mal richtig rational zu den Möglichkeiten am Markt im 93er-Status zu informieren, und zwar ohne, dass du dafür erst einen privaten Grund als Auslöser in deiner Struktur brauchst. Du wirst hinterher feststellen, dass du sehr viele Annahmen getätigt hast, die sich als falsch herausstellen oder wo du einfach nur die Hälfte der Faktenlage bislang kanntest. Wenn du jemand bist, der als Unternehmer Entscheidungen aufgrund von Daten und Fakten treffen will und nicht aufgrund von Manipulation und Emotionen, dann solltest du dich mal ganz unabhängig informieren, ohne dafür die Materialien deines Strukturvertriebes als Grundlage zu nehmen. Eine Hilfestellung dazu blende ich dir hier ein. Ich habe in der Playlist als Videoreihe die wichtigsten Unterschiede für deine berufliche Karriere zwischen dem Handelsvertreter und dem Handelsmaklerstatus zusammengefasst. Ich hoffe, du konntest mit diesem Video mitbekommen, mit welchen Methoden häufig gearbeitet wird und dass nicht immer alles die Wahrheit ist, was dir erzählt wird. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Immer schön Teil des Ganzen sein, weil die Zukunft nicht dir gehört, solange du dich im falschen Status befindest.